die Zeugin Wagner manipuliert. Und deren Aussage ist hier absolut glaubwürdig. Die hat nämlich zuerst den Angeklagten belastet. Und dann sagt sie plötzlich ganz spontan, ich dachte, das sei spontan gewesen und aus Notwehr. Und sie widerruft erst, als sie bemerkt hat, dass sie selber auch manipuliert worden ist und dass sie benutzt worden ist. Und so labil sie sein mag, wir glauben ihr. Wir haben überhaupt keinen Grund, nach all dem, wie das hier abgelaufen ist, anzunehmen, dass daran was nicht stimmen könnte. Frau Wagner hat sie gesehen, wie sie mit diesem Gurt den Herrn Reichert erdrosselt hat. Was bei Ihnen bleibt, ja, Sie haben 500 Gramm Heroin nach Deutschland eingeführt.